Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, ich wollte eigentlich hier hoch zur Bücherei. Irgendwo hier war das, glaube ich. Aber ich habe mein ganzes Geld jetzt gerade woanders ausgegeben. Schreitet wohl! Alter, der perverse Poet da hinten wieder. Ihr seid Abenteurer, oder? So, jetzt will ich aber einmal nochmal zur Bank. Ist das die Bank? Wachturm. Gab's hier nicht irgendwo noch einen Eingang zur Bank? Kasernenviertel, ich bin falsch abgebogen. Kein Wunder, dass das nicht die Bank ist, das ist der Turm. Hier gab's doch aber auch irgendwo einen Eingang zur Bank. Glaube ich zumindest. Nein, auch ein Wachturm. Adreu von Myth, lyrische Ergüsse und andere Fluide. Wilde Poesie vorgetragen vom Dichter. Ist wirklich wilde Poesie. So, auf zur Bank, nochmal Geld abheben. Hallo, wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich möchte mein Goldfach einsehen. Natürlich. So, wir haben momentan 8000 Groschen. Ich würde da vielleicht, sagen wir mal, 5000 eben kurz abheben. Nochmal zur Bücherei gehen. Und dann gucken, wie viel wir noch in andere Sachen investieren können. So wie zum Beispiel. Warte mal. Schwere Rüstung können wir jetzt nur noch Geselle nehmen. Und Fernkampf auch nur noch Geselle. Einhand noch. Viermal Einhand, würde ich sagen. Parade müssen wir noch sehr viel Lehrling nehmen. So, sonst. Alles andere, außer vielleicht noch Rhetorik. Rhetorik könnten wir auch mal ein bisschen einkaufen. Gucken, was da dabei rauskommt. Aber wir werden auch noch einige Lehrbücher finden, definitiv. So, die Bibliothek. Da kaufen wir uns mal ein paar Lehrbücher. Malfas zum Gruß, Madame. So. Kann ich euch für meine erlesene Bücherauswahl begeistern? So, zeig aber gerne mal, doch. So, was hat er hier? Ne, warte, der hat hier nur normale Bücher. Der hat keine Lehrbücher. Haben die keine Lehrbücher? Was ist das denn? Lesen, Aushang. Suche Beschaffer alter Dinge gegen extravagante Bezahlung. Sucht mich in meiner Werkstatt im Adelsviertel neben dem Badehaus. Jeraidal Terobin. Mirellas Alchemistenglück. Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergönnen. Feuerblitz. Davos Edelbahn, mal gucken, ob der hier vielleicht sowas hat. An Büchern, die wir brauchen könnten. Guten Tag, schönes Fräulein. So, und jetzt verkauft ihr was? Ich habe ein Band des alten Schlechters von ab. Könnt ihr mir etwas dazu sagen? Der Schlechtere? Gar nicht, sage ich dazu. Ich verkaufe hier meine Waren und ansonsten halte ich mich als Fremdländer fern von solchen indraleischen Angelegenheiten. Fragt mal Marius in der Bibliothek, der weiß mehr. Aber ob er mehr Lust hat, darüber zu reden, keine Ahnung. Okay, dann zeigt mir, was ihr... Natürlich, lasst euch Zeit. So, was hat er? Die Handwerksbücher,
Alchemie, nee, Fingerfertigkeit will ich nicht. Handwerkskunst, nein, Rhetorik. Lösser knacken, auch wieder Geselle. Nehmen wir mal mit. So, was noch? Einhand. Lehrling und Geselle. Fernkampf. Können wir auch nur noch Geselle? Leichte Rüstung? Nee. Mentalismus wollen wir nicht. Parieren. So, Schleichen. Schwere Rüstung. Konnten wir auch nur noch Geselle, glaube ich, war das. Zweihand wollen wir nicht. Technik des Loram Wasserklinge, Ansturm Stufe 1. So, warte mal, dann suchen wir die jetzt nochmal auf. So, wo war denn das? Schlösser knacken Geselle. Fingerfertigkeit. Nee, war noch nicht. So, Einhand. Was steht da oben jetzt? Ich glaube, einmal Einhand brauchen wir noch. Dann können wir die Gesellendinger nehmen. Lehrbuch, parieren. Parade auf 20 hört. Okay, die Gesellendinger können wir noch nicht. Ihre Straßen euch. Okay. So, was sind jetzt meine Werte? Parade 21, da fehlen uns auch nochmal 4. So, sonst. Gehen wir mal weiter, gucken. Vielleicht finden wir noch irgendjemand, der noch einmal Einhand hat. Das werden wir uns jetzt nicht mehr leisten können. Abdal Messers Anwesen. Wo führt der Weg hin? Doppelbock nicht. Hier, Dalgays Anwesen. Hier Reishaus. Gibt hier keine weiteren Läden? Badehaus. Ach stimmt, Badehaus. Ja, da waren wir schon mal. Gehen wir wieder raus. Müssen wir vielleicht unten noch mal gucken? Wer bist du? Wächter. Wo führt der Weg hier hin? In dessen Anführungszeichen Keller, sag ich jetzt mal. Hochgelegenen Keller. Kann man den nicht einfach umlegen? Der Herr? Der Fluffy, und wer ist das da? Bello! Wer seid ihr? Irgendwann werde ich mal Abenteurer. Und dann gehe ich die ganze Welt erkunden. Ich frage mich jetzt, ob wir eigentlich schon mittlerweile jetzt also wirklich stärker sind, dass wir auch wirklich hier jetzt, ob das jetzt wirklich einen Unterschied macht.
Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht her. Ich frage mich jetzt wirklich, ob das einen Unterschied macht, so diese Verbesserungen da jetzt. Wir haben jetzt auch einiges an Lernpunkte und Handwerkspunkte ausgegeben, ne? Sonnentempel, gehen wir nochmal an. Ich frage mich, wann es sich jetzt auch aktualisiert mit der Quest. Blockt gerade mit einem Schild. Jetzt Conny Sanity. Hier hat sich noch nicht aktualisiert, ne? Boni können. Ihr gehört nicht zum Orden. Was tut ihr hier? Ich? Schreitet wohl, hallo. Ich gehöre jetzt mal zum Orden, hallo. Emporium? Das sagt mir irgendwie gar nichts, wo ich was hier kaufen kann. Oder ob ich hier was kaufen kann. Wunderkind, ich habe gehört, dass ihr eine Menge vom Schwertkampf versteht. Mich würde interessieren, was da dran ist. Bock zu kloppen? Ach, hier ist sie. Die Shari. Ja. Gibt es schon irgendwelche Neuigkeiten bezüglich der Söldner von Raschengrad? Ein paar schon, ja. Die Söldner kamen definitiv nicht aus Enderal, so viel steht fest. Und der Dummheit sei Dank hat einer der Kerle ein Dokument mit einem Siegel in seiner Tasche gehabt. Aber noch können wir es nicht zuordnen. Warten wir mal ab. Okay, die Shari. Wo geht das denn hin? Alter, hier ist kein Geländer. Ich hätte so Schiss, hier aus Versehen runterzufallen. Bei sowas, ich wäre so nah hier an der Wand, weil ich Angst hätte, dass ich, wenn ich zu nah hier wäre, dass ich irgendwie vielleicht aus Versehen stolper oder keine Ahnung was und dann so da runterfalle. Und dann ist vorbei mit mir. Sonnentempel ist cool, oder? Hier geht's auch noch mal weiter runter. Rüstkammer. Alchemist und Magie. Ich speicher. Noch einfach eine Tür, okay. Podiumkeller. Aber Rüstkammer. Das klang interessant. Was können wir da kriegen? Hier, Rüstkammer. Gehen wir mal rein. Ich will mal gucken, was wir da kriegen können. Ob wir hier was kriegen können. Des Ordenshüters, okay, Rindshaut. Da hat man Glück, wenn die wissen, an welchem Ende man pickelt. Kelch, Silberlöffel, nee. Abgesehen von den Dingern ist es eigentlich ganz schön leer. Ein Silberlöffel. Hallo. Ihr seid keiner von uns. Was wollt ihr hier? Ich muss mich ausrüsten. Zeigt mir eure Waffe. Natürlich. Was hat sie denn so? Eisenclaymore. Feuerwindbogen. Ein Runenschwert.
Silbergroßschwert. Noch mal besser, okay. Aber ist das Ding jetzt effektiver gegen Untote? Warte mal. Schreitet wohl. Bevor ich es kaufe. Natürlich. So, wo ist denn das Ding jetzt? Silber. Gucken wir mal hier. Eisenhelm. Runenhelm. So, Handwerksbücher. Schlösser knacken Meister lassen wir. Ein Handkampfexperte, ein Handkampfgeselle. Hiervon einen und dann davon. So. Parieren. Muss ich gleich nochmal gucken. Warte mal, ne, parieren. Hier. Ui, das kann ich uns mir nicht mehr leisten. Schrei. So, Einhandkampf. Lehrling. Wann kann ich das benutzen? Natürlich. So, warte mal. Einhandkampf. Also nicht hier, hier. Da. Bis Fertigkeitsstufe 25. Welche Stufe haben wir jetzt? Einhand 25. Hey. Enthält für euch sehr fortgeschrittenes Wissen. Ihr könnt es dennoch verwenden. Jedoch wäre es sinnvoller, stets Lehrbücher zu nennen. Euren Können der jeweiligen. Warte mal, Fernkampf 27. Hä? Natürlich. Warte mal. Ist das vielleicht ab 30? Nicht genug Groschen? Nein. Jetzt bin ich pleite. Einhandlehrling. Ah, ab jetzt. Schreitet wohl. So. Also Einhand haben wir jetzt 35. Okay. So, jetzt wollte ich aber gucken. Das Schwert. Ist ein Zweihänder. Okay. Natürlich. So, dann darfst du es wieder haben. 63 krieg ich jetzt nur noch dafür. Toll. Aber hier, warte, den hier kann ich verkaufen, weil der... So, und dann dafür brauche ich den hier nicht mehr. Ein Fernkampf, glaube ich, war das noch. So, warte mal, wo war denn das? Handwerksbuch Fernkampf. Lehrbuch Fernkampf, Entschuldigung. Um 1 auf 25 erhöht. Ah, okay.
Also, Fernkampf jetzt auf 30. Wohl. 31. So, warte mal. Ring der Spiritualität. Erhöht Leben, Mana und Schaden eurer beschworenen Kreaturen. Nee. Omnette Leichtfähigkeit. Eure Radkarte erhöht sich um 30. Wir können 30 Kilometer Radlaufen. Okay. Behalten wir. Den hier eher nicht. Hm? Was wollt ihr? Nichts, nichts. Alles gut. Ich gehe wieder. Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht her. So, wie sehen die jetzt aus? Okay, der Helm sieht, naja. Ich hätte gern lieber ein Dämonenschild oder sowas. Helm. Komplett dämonisch. Gerüchte aus Näherem besagen, dass die Lichtgeborenen vor 2 Jahren unter den Klingen eines Unbekannten. Und Näherem müssen wir auch noch spielen. Aber ich glaube, ich werde Näherem und Advent nicht direkt spielen. Sagen wir mal so. Nicht direkt nach Enderal. Ich werde das immer vielleicht mal hin und wieder irgendwo zwischendurch mal anfangen. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Weil ich habe auch keinen Plan, wie lange ich jetzt mit Oblivion brauchen werde. Wieder auch dunkel. Und wir gehen, ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz zur Bank. Aushang. Suche, beschaffe, also das haben wir schon. Vielleicht gehen wir, also ich gehe jetzt noch mal kurz zur Bank. Gucke mal, wie viel verdienen wir jetzt am Tag. Hm? Die Dunkelhäutigen, okay, konnte ich jetzt nicht lesen. Wer seid ihr? Ich wollte nichts von dir, kleines Mädchen. So, hier nochmal anquatschen. Hallo. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich möchte in meinen Golf reinfahren. Natürlich. So. Ja. Eine kluge Entscheidet wohl, Madame. Und ein Segen. Natürlich. Wie viel haben wir jetzt? Aktueller Kontostand 3896. Durch Zinsen pro Tag 109 und durch Anteile nochmal plus 6. Also insgesamt kriegen wir 100, 115 Groschen pro Tag. Schreitet wohl. Und 115 Groschen. Ich wünschte, so würden auch die Zinsen bei mir hier jeden Tag steigen. Für das Geld, was ich auf der Bank habe. Aber aktuell sind ja eher Verlustgeschäfte, was man kriegt. Wird hier vielleicht. Wie viel habe ich jetzt gerade auf Tasche, was ich nicht brauche? Die wiegen auch was. Die alten Münzen. Was haben wir hier drinne? Menschenfleisch und menschliches Herz. So. Nein, nicht essen. Die Dinger brauche ich nicht.
Warte mal. So, was haben wir da drinnen? Die ganzen Bücher, okay. Nein, nicht lesen. Reintun. So. In der Kiste haben wir die ganzen Rüstung. Okay. Diebeshandschuhe, Diebestunika, feine Kleidung. Novizenrobe des Ordens. Die haben wir eigentlich. Schattenhaut, Schild der Stadtwache, Stadtwachenstiefel, Stahlschwert der Stadtwache. Für hier haben wir, glaube ich, nichts. Das ich jetzt nicht so. Ich wollte schon sagen, hier. Schädel. Stoßzähne. Müssen wir auch noch verkaufen. Goldenes Trinkhorn. Pack die auch da rein. So, hier haben wir die Bücher, die dann da reingehören. Nicht lesen. Sonst haben wir jetzt hier nichts mehr doppelt, oder? Ne, wir haben nichts doppelt, perfekt. So, pennen wir dann mal, sagen wir mal 12 Stunden. Müsste auch dann gespeichert werden und ich hoffe, es geht dann jetzt los mit dem anderen Dings hier. An der Zeremonie am Sanktum teilnehmen. Es geht los. Ja? Ja? Hallo. Selber hallo. Apropos, ich muss hier doch noch was verkaufen. Mädel. Guten Morgen. Ja, da kann man nichts machen. Okay, machen wir erstmal zuerst die Zeremonie und dann gehen wir verkaufen. Der Pfad ist die heilige Schrift der Indra leer und stellt mit seinen 101 Versen. Oh Mann, ich mag es nicht, wenn ich nicht zu Ende lesen kann. Ja? Selber ja. Mal fast zum Gruß, Madame. Kann ich euch für meine erlesene Bücherauswahl begeistern? Du bist eh nicht am Verkaufen gerade in deinem Geschäft. So, Kasernenviertel. Na, aber ich frag mich jetzt für das Lernen und so weiter von den Lehrbüchern, was das jetzt für einen Unterschied macht. Dein Name ist mein Sakrament und deinen Pfad will ich ehren, im Leben und im Tod. Okay. Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht her. Doch, ich gehöre hier. Mittlerweile gehöre ich hier. Sonnentempel haben wir erreicht. Alterkäfer findet ihr vor allem in irgendwas mit Pulverwüste, glaube ich, habe ich gesehen.
Was, Magister Karus? Schreitet wohl. So, bitte geht weiter. Ich würde gern wissen, wohin. Wieder rein. Falsche Tür. Na endlich. Kommt mit. Warum so hart? Ach, vergesst es. Der mag mich nicht, ne? Ah, also doch hier hin muss. Okay. So, geht die Treppe hoch, lauft zur Statue und sprecht mit dem Großmeister. Kein Wort, keine dummen Blicke. Verstanden? Ja. Gut. Dort oben ist das gesamte dritte und vierte Siegel versammelt. Also habt Respekt. Und jetzt schreitet wohl, Schwester. Nichts Dummes machen. Hallo. Guck mal, wie agil ich bin. Guck mal, wie hoch ich springen kann. Okay, die haben keinen Namen, allesamt. Es ist soweit. Tretet vor, Prophetin. Ich weiß, was ihr fühlt. Misstrauen. Misstrauen, weil es heute das erste Mal in der Geschichte des Ordens ist, dass eine Fremde die heilige Weihe erhalten und eine der unseren werden soll. Ihr seht darin einen Verrat an unserer Satzung und damit an uns selbst. Und ja, es ist wahr, dass Prinzipien diesen Orden stark gemacht haben. Jahrtausende haben wir dieses Land regiert und Jahrtausende haben wir bestanden. Und ich weiß, dass das, was vor 2 Jahren geschehen ist, viele von euch erschüttert hat. Wir befinden uns in einer tiefen Krise. Und jetzt, inmitten all dessen, meint ihr zu sehen, wie ich das Wenige, was uns noch bleibt, entweihe. Aber damit liegt ihr falsch. Denn schon immer waren es Menschen, die dem Orden seine Stärke verliehen haben. Menschen wie ihr und ich. Ja, wir haben den Lichtgeborenen gedient, aber weil sie einen Gedanken versinnbildlichten. Nämlich den von Frieden durch Beständigkeit. Und selbst jetzt, wo sie nicht mehr sind, können wir diesen Gedanken weiterführen. Eine Bedrohung steht uns bevor. Und wenn wir ihrer nicht Herr werden, bedeutet das das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Und dafür, Brüder und Schwestern, brauchen wir vor allem eines. Opferbereitschaft. Diese Frau hat genau wie Novizin Sakharisch gezeigt, dass sie bereit ist, sie zu bringen. Sie hat ungewöhnliches Talent und eine Gabe und damit eine Verantwortung übertragen bekommen. Aber anstatt zu fliehen oder sich zu verstecken, hat sie sich ihr gestellt. Sie hat zu uns gefunden und sie hat die heilige Prüfung abgelegt. Und das macht sie würdig, eine der unseren zu werden. Geweihte, sprecht mir nach. Dies ist der Tag, an dem mein altes Ich vergeht. Denn ich empfange das Siegel. Dies ist der Tag, an dem mein altes Ich vergeht. Denn ich empfange das Siegel. Dies ist der Tag, an dem mein altes Ich vergeht. Denn ich empfange das Siegel. Von nun an lebe ich, um zu beschützen, mit dem Schwert und mit dem Geist, den Pfad, mein Land und jene, die ohne Kraft sind. Von nun an lebe ich, um zu beschützen, mit Schwert und mit Geist, den Pfad, mein Land und die ohne Kraft sind. Von nun an lebe ich, um zu beschützen, mit dem Schwert und mit dem Geist, den Pfad, mein Land und jene, die ohne Kraft sind. Bis der Tod mich meiner Pflicht enthebt. Bis dass der Tod uns scheidet. Bis der Tod mich meiner Pflicht enthebt. Damit erhebe ich euch zu Hütern des ersten Siegels. Steht auf. Lasst uns nun alle die heiligen Worte rezitieren. Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont.
Dein Name ist mein Sakrament und deinen Pfad will ich ehren, im Leben und im Tod. Möge dein Licht mich leiten. Nun zieht euch zurück, Brüder und Schwestern, und ruht euch aus. Wir werden die Kraft brauchen. Ihr könnt euch eure Rüstung in der Tempelschmiede abholen. Trefft mich dann im Emporium. Es gibt Neuigkeiten. Wissen? Was hat es mit diesen Siegeln auf sich? Die Siegel sind Ränge. Hat ein Novize die Prüfung bestanden, wird er in das erste Siegel erhoben. Und im Laufe der Jahre kann er, wenn er sich bewiesen hat, weiter aufsteigen bis zum vierten Siegel. Es ist eine Hierarchie, nichts weiter. Das war's nun? Ich bin jetzt ein Ordenshüter? Des ersten Siegels, ja. Mehr werdet ihr nicht brauchen. Unsere Lehrmeister werden euch unterrichten und unsere Schmiede euch ausrüsten. Das ist es, was ich erreichen wollte. Dann auf bald. Auf bald. Ich wollte schon sagen, was war das denn jetzt gerade? Schreitet wohl. Schreitet wohl. 100-mal den 70. Vers abschreiben. Warte mal, wo ist mein Helm? Hier. Die Welt kann untergehen, aber Magister ändern sich nie. Holen wir mal unsere Man Rüstung erwartet ab. Viel von euch. So. Hallo. Selber hallo. Was? Ah, okay, wir hätten da jetzt so oder so hingemusst. Und ich habe einfach viel zu früh erkundet, okay. So, Sonnentempel, Rüstkammer. Guten Moin. Na, wenn das nicht das berühmt-berüchtigte Wunderkind ist. Heider Hammerschlag, meines Pfades Schmieden des Heiligen Ordens. Sehr erfreut. Ja, wir kennen uns bereits. Das heißt, ich soll mir hier meine Ordensrüstung abholen. Ach ja, richtig. Ihr habt auf jeden Fall für eine Menge Aufregung gesorgt, das muss ich sagen. Also, Robe, Kette oder Platte? Platte. Gut. Hier habt ihr eure Rüstung. Und ganz egal, wer ihr seid oder warum der Großmeister euch so behandelt, wie er es tut, das ist eine große Ehre. Macht es euch bewusst. Die meisten von uns mussten Jahrzehnte für diese Gewänder arbeiten. Okay, schauen wir uns das mal an. So. Armschienen des Ordenshüters plus 5 Rüstungswert nochmal. Okay, Gewand des Ordenshüters. Harnisch des Ordenshüters. Macht keinen Unterschied. So, Stiefel des Ordenshüters. Gibt auch nochmal plus 3. Wache des Ordenshüters. Hättet wohl. Prophetin. Warte mal, habe ich noch was anderes bekommen? Hier vielleicht irgendwas des Ordenshüters? Ich habe die Dinger noch, okay. Ja, aber dann kann ich das und das verkaufen, wenn ich jetzt sonst alles... Sternlingshandschuhe sind schlechter? Nur der hier ist ein bisschen schlechter. Warte mal, da kann ich bei ihr das auch wieder verkaufen, ne? Bei ihr habe ich so viel Geld da gelassen. Kaufen wir dann das Zeug, das wir nicht brauchen? Natürlich. Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen. Ganz gleich, wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters also. Seid. Tut mir leid. Ja, die darfst du haben. Den darfst du wieder haben? Die Stäbe kann ich hier nicht verkaufen, okay. Aber, hier, das darfst du haben und die darfst du haben.
Ich wünschte, ich könnte bei ihm mehr verkaufen. Finde ich jetzt schade. Ich würde die Stäbe gerne loswerden. So. Da müssen wir hin. Beziehungsweise ist Dings noch da? Ne, sie ist nicht da. Gibt es etwas? Emporium. Natürlich haben sie das. Du kennst diese Schreibtischnarren, ja. Aber sie werden es akzeptieren. Sie müssen. Sehr gut. Danke für die Mühen, mein Freund. Kein Problem. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Viele sehen den Kurs, den der Orden seit deiner Rückkehr eingeschlagen hat, als beunruhigend an, gelinde gesagt. Narazuls Magier im Tempel, eine Fremdländerin als Hüterin, es ist viel auf einmal. Ich weiß, Jorek. Aber jeder außer uns ist damit beschäftigt, sich an die Kehle zu gehen. Und wenn wir nichts gegen die Läuterung unternehmen, dann wird es niemand tun. Vermutlich. Thealor? Prophetin, habt ihr euch gut eingefunden? Halbwegs, ja. Gut. Es ist wichtig, dass ihr euch mit diesem Ort vertraut macht. Er ist die Basis all unserer kommenden Missionen. Derzeit tappen wir noch im Dunkeln, was den Zyklus angeht. Alles, was wir wissen, sind Fragmente, und das werden wir jetzt ändern. Es gibt zwei Fährten, von denen ich will, dass ihr ihnen nachgeht. Welche? Die erste hat mit den Steinsplittern aus Altrashengrad zu tun. Pegast hat es euch vermutlich noch nicht erzählt, aber sie ergeben zusammen einen Siegelstein, den wir dringend brauchen. Die Arkanisten haben ihn bereits zusammengefügt, aber uns fehlt noch das Ritual, um ihn zu aktivieren. Und dafür brauchen wir die Erinnerung eines Toten. Die zweite dreht sich um eine Entdeckung, die wir im Herzland gemacht haben und die ein maßgeblicher, wenn nicht der einzige Hoffnungsschimmer in diesem Kampf sein könnte. Wo wollt ihr beginnen? Bei dem Siegelstein, wie ich sagen. Wofür genau brauchen wir ihn? Das ist schnell erklärt. Euch ist ja schon bekannt, dass die Pyräer auch von dem Zyklus wussten und gegen ihn kämpften. Der Siegelstein war eine Art Schutzmechanismus, den sie geschaffen haben. Er bewahrte seine Besitzer vor dem roten Wahnsinn. Und wie das? Durch kleine Splitter, die er absondert, wenn man ein bestimmtes Ritual auf ihn wirkt. Tragt ihr einen der Splitter bei euch, ist er wie ein Schild für euren Verstand. Es werden zwar nicht genug für alle Bewohner Arks sein, aber genug für uns vom Orden und von der Garde. Das Problem ist, dass wir das Ritual zur Aktivierung des Steines nicht vollständig kennen und dass die, die es tun, seit Jahrtausenden tot sind. Deshalb brauchen wir die Erinnerung eines Toten. Richtig. Dreh- und Angelpunkt von Funkenschlags Idee ist ein Ausstellungsstück im Chronikum. Die gefrorene Leiche eines pyräischen Priesters, die ein Fischer vor einiger Zeit aus dem Nordwindmeer gezogen hat. Also müssen wir was in den Verstand dieses Pyräers einbringen? Ja, durch das Eis ist sein Körper unversehrt. Aber kommt einfach ins Chronikum. Erzmagister Merayil wird euch die Einzelheiten besser erklären können. Okay. Ich glaube, ich habe nicht ganz verstanden, was ich machen muss. Also, ich weiß zumindest, mit einem Toten sprechen. So, Splitter der Vergangenheit. Ich finde es immer noch krass, wie wir jetzt mittlerweile aussehen. Ach, unsere Hände sind auch wieder frei. Wir haben keine richtigen Handschuhe. Wir haben nur Armschienen, okay. Ich muss mal eine kleine Unterbrechung machen, bin sofort wieder da. So, und da bin ich wieder. Ja, dann gehen wir mal da rein und sprechen mit, wie hieß der Typ nochmal? Myran? Er oder wie? Man erwartet viel von euch. Hast du einen Augenblick? Natürlich, worum geht es?
Der Erzmagister hat mich beauftragt, mehr über den Pyräischen Bürgerkrieg herauszufinden. Das ist doch dein Fachgebiet. Ich darf's nehmen, das Leben des Torgan Whisperzunge Band 1. Ich habe die Chroniken studiert, ja. Worum geht es? Gedichtband, nehmen wir auch mal mit. Dieser, ja. Bericht als unbekannten Reisenden Band 2 haben der wir. Der Feldherr der Dulgar. Was weißt du über ihn? Alchemistische Aufbereitung der Kristallqualle. Den haben wir schon. Nur das, was in den Überlieferungen. Den haben wir auch schon. Er war ein Auch. Der Pfad, Buch 4, der Aufbruch. Steiger, keiner, der in die Kaste geboren war. Warte. Und König. König Lüstern und die Bauernmagd Devotia? Du meinst, er kam. Hört sich wie ein Softporn an. Müssen wir mal angucken, durchlesen. Das Goldene Haus haben wir schon. Lyrische Ergüsse und andere Fluide. Ein Leitfaden zu Prinz Smiths Poesie. Nein. Den haben wir gerade mitgenommen. Der Pfadbuch 8, die Ankunft. Der kluge Junge der Wegestreue. Obwohl, wir nehmen und mal alle mit. Nun so spektakulär. Für mich sieht unser Freund hier aus wie jede x-beliebige Hofleiche auch. Ist er? Nicht. Seht ihr die Markierung auf seiner Stirn? Das ist das Symbol der Ishyan, einer der beiden Priesterkasten, die über das Pyräische. Herrschten wie die Lichtgeborenen. Mir war kein Urpriester, aber auch. So, wir nehmen alles mit. Wir müssen hoffen, dass er an der Verteidigung dieses Siegelsteins beteiligt war. Hoffen kann ich. Ja. Nacht? Hier ist das ein Meer. Da sind mehr Stapeln. Wie viele Stapel sind denn hier? Können wir zur Not verkaufen auf. Hier ist leer. Das Fundament. Feiner Mantel. Ist es kein Stehlen. Leeres Pergament. Oder leeres Papier. Gleich haben wir alle Stapel. Na, solange es kein Stehlen ist, nehmen wir alles mit. So, Jesper, der wird ganz schön klein im Gegensatz zu ihm. Gestern. Wie ist die Lage? Schreitet wohl, Großmeister. Die Lage ist gut. Alles ist bereit. Ist sie das? Ja, das ist die Prophetin. Interessant. Wirklich interessant. Ich hatte euch mir anders vorgestellt. Ich bin Lexil Merail, Erzmagister des Ordens. Hocherfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Wo fangen wir an? Hat euch der Großmeister bereits mit eurem Missionsziel vertraut gemacht?
Wir sollen an die Erinnerung des toten Pyreas dort gelangen, weil er das Ritual für den Siegelstein kennt. Richtig. Und nun fragt ihr euch bestimmt, wie man in den Kopf eines Verstorbenen gelangt. Hier kommt das Wort der Toten ins Spiel. Ein altes Artefakt, das wir finden müssen. Das Wort der Toten? Ich dachte, das wäre nur eine Legende. Nein, es existiert wirklich. Und wir wissen auch, wo. Damit ihr versteht, das Wort der Toten ist ein Artefakt, das es ermöglicht, in den Geist eines Verstorbenen einzutauchen, dessen letzte Erinnerungen zu durchleben, als wären es die eigenen. Und genau das wollt ihr bei unserem eingefrorenen Kameraden hier ausprobieren. Das ist also der große Plan, richtig? Richtig. Ihr müsst das Wort der Toten finden, den Körper des Pyreas per Teleportzauber zu euch holen und anschließend in seine Gedanken eintauchen. Und dort sucht ihr nach den Worten für das Ritual. Nehmen wir mal an, ich gelange in diese Erinnerung. Wo soll ich nach den Worten suchen? Uns fehlen nur die letzten Worte des Rituals. Den Rest haben wir. Wonach ihr suchen müsst, ist eine ornamentierte Schriftrolle, wie auf der Zeichnung, die ich euch gleich geben werde. Und dann müsst ihr euch die Glyphen darauf einprägen und in der echten Welt niederschreiben. Wieso braucht das Ritual eigentlich Worte? Die Magie, die ich kenne, ist eher klanglos. Das stimmt, aber bei dem Ritual handelt es sich um eine spezielle Form der Magie. Sie ist der Entropie ziemlich ähnlich, mit dem Unterschied, dass diese sogenannten Fokusworte beim Wahrwerden der Eventualität helfen sollen. Okay, das klingt gewagt. Wie soll ich mich in den Erinnerungen zurechtfinden? Ich spreche kein Pyreisch. Stimmt, aber der Priester, in dessen Verstand ihr reisen werdet, tat es. Ich hoffe, das genügt. Und selbst wenn nicht, habt ihr immer noch das Echo. Bisher hattet ihr ja keine Probleme, die Visionen zu verstehen. Vielleicht ist das hier nicht anders. Okay, und das klingt ungewahrt. Wem sagt ihr das? Ich komme mir selbst vor wie ein Myrade im Krötenteich. Aber die Alternative wäre, jede Ruine auf Wind nach den Schriftrollen der Priester zu durchforsten. Okay, und wo befindet sich das? Es gibt im Westen Enderals ein altes Haus, das einem Artefaktsammler gehört. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass sich das Wort der Toten in seinem Besitz befindet. Moment, ihr meint diesen Kauz mit den Holzpuppen aus dem Badenlied? Ja, er existiert wirklich. Was? Das heißt, wir müssen zu dem Anwesen dieses Mannes reisen und ihm das Wort der Toten entwenden? Nicht entwenden. Es genügt, wenn ihr es auf den Pyreer anwendet, die Erinnerung findet und wieder zurückkehrt. Unser Plan sieht vor, dass ihr gemeinsam mit Dalvarek zu dem Anwesen reist, und zwar nachts. Ihr läutet die Türglocke, gebt euch als Artefakthändler aus und bietet dem alten Mann das hier an. Wenn alles gut geht, bietet er euch ein Quartier für die Nacht an. Dann wartet ihr den richtigen Moment ab, sucht das Wort der Toten und holt den Pyreer zu euch. Kann der Orden dieses Relikt nicht einfach vom alten Mann erzwingen? Eine gute Frage, aber nein. Der alte Mann ist besonders. Selbst die Lichtgeborenen befahlen stets, ihn unbehelligt leben zu lassen, weiß der schwarze Wächter warum. Wenn wir ihn schon betrügen müssen, dann wenigstens unauffällig. Deshalb seid ihr auch für die Mission so gut geeignet. Weder euer Gesicht noch das des Söldners wird man mit dem Orden in Verbindung bringen. Und was tun wir, wenn etwas schief geht? Dann flieht ihr. Ihr dürft unter keinen Umständen Gewalt anwenden, egal was passiert. Wie genau wende ich das Wort der Toten denn? Erzmagister? Tja, das ist ein guter Punkt. Wir wissen es nicht, weil wir nicht einmal wissen, wie es eigentlich aussieht. Aber wie heißt es so schön? Panieren geht über Probieren. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Und selbst wenn nicht, es klingt allemal nach Abenteuer. Es ist eine große Verantwortung, macht euch das bewusst. Aber ich habe Vertrauen in euch beide. Jetzt brecht so bald wie möglich auf. Die Mission wird Früchte tragen, das spüre ich. Jesper, gleich. Erstmal... Und weg sind sie. Brechen wir auf? Yep. Triff mich einfach beim Myraden an der Steilklippe. Ich gehe noch meine 7 Sachen packen. Okay. Ich habe alle Bücher eingesammelt. Hallo. Hi, das ist der Pyreer, ne? Der sieht für mich jetzt eher wie so ein Trauger aus, der einfach da drin ist. Ja.
hier habe ich, glaube ich, alle Bücher schon eingesammelt, meine ich. Seid willkommen, ihr frohen Zech. So, dann hier. Ach, das sind ganze Bücherregale, okay. So, da oben, die. Wie soll ich bitte da hochkommen? Was? Ernsthaft, wie soll ich bitte da hochkommen? Da sind doch auch noch Bücher drin. Teilstück eines alten Volkes. Interessant, was die hier alles haben. Also ich darf in der Kleidung jetzt nicht dahin gehen, oder wie? Wilde eure Worte mit Bedacht, Entscheidungen oder Aussagen, die gegen die Weltanschauung eures Gegenüber sprechen oder gar deren Gefühle verletzen. Madame de Luna. Und ich bin darauf eingefallen. Okay, wir gehen mal kurz nach Hause, die Bücher abladen. Die. Und die wieder rausnehmen, die wir doppelt haben. So, was sagt er jetzt? Prophetin. Prophetin. Bildet euch in der Kunst der Alchemie fort und mächtige Pflege. Nee, Tränke bin ich nicht so der Fan von. Oder Alchemie? So, dann hier wieder runter. Es sei denn, hier gibt's Permatränke. Tränke habe ich auf jeden Fall nichts gegen. Da brauche ich auf jeden Fall was. Zumindest in Gothic brauche ich auf jeden Fall einige davon. Ja. Und das ist ja auch ein bisschen hier an Gothic, glaube ich, angelehnt. So, weil das also nicht direkt von an Gothic angelehnt, aber von Lernpunkten und so. Und hier, wie man weiterkommt, voranschreitet und so weiter, schon ein bisschen mehr. Also Ähnlichkeiten sind da. Malfas zum Gruß. Sucht ihr einen Trank, um eure Ausdauer aufzufrischen? Nee, danke. Erstmal muss ich Sachen einlagern. Hier waren die Bücher drin. So. Da warte mal, ich mache einfach alles rein. Erstmal. Und dann nehme ich alles gleich wieder raus, was doppelt ist oder mehr hat. So, dann hier. Okay, ich lasse das mal so. So, mehr. Doch, hier haben wir noch was doppelt. Hier haben wir noch mal.
Ach, Nacht haben wir zweimal, okay. So. Haben wir's. Dann müssen wir noch ein paar Sachen verkaufen. Ah, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Ja, ich möchte Zeckler... Dies und das. Schaut einfach selbst. So. Der hat noch 900. Hier, ich kann ihm die Stäbe verkaufen. So, sonst haben wir nur Pfeile. Und... Rattenstich halt. Dann den feinen Mantel darf er haben. So, was haben... Das behalten wir. Hier die Bücher. Okay, den Rest kann ich nicht verkaufen. Kann ich ihr vielleicht noch die restlichen Bücher verkaufen? Schreit selbstverständlich. Ja. So, ihr kann ich sonst den hier noch verkaufen. Taylor Arante als Kette. Ja, den behalten wir, den müssen wir glaube ich abgeben. Wohl. So, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.